Willkommen zurück zu RimWorld. Wir arbeiten daran, hier nach oben zu ziehen, und wie man sieht, Weißbrot ist mittlerweile dabei, das Ganze hier schon so halbwegs hinzubauen. Auszugraben, auszubuddeln. Kling, klang, ding, dong und so weiter. Und dann könnte man da schon mal rüberziehen. Die Idee ist, das soll so ein bisschen der Aufenthaltsraum sein. Ich hatte überlegt, da nach unten. Wo habe ich da das gemacht? Nach unten vielleicht so die Schlafräume zu machen. Wird auf jeden Fall noch so ein bisschen von uns ein Feintuning notwendig sein, denn die Idee soll sein, hier ist ein Eingang. Hier soll eventuell ein Eingang sein, damit Leute vielleicht schneller sein können. Also mehrere Eingänge grundlegend nicht verkehrt. Was ich ganz gerne hätte. Der Aufenthaltsraum soll so der erste Raum sein, den man betreten kann. Also im Endeffekt so in etwa wie das da, nur dass es im Endeffekt das da ist. Dann möchte ich, ja, den Raum logischerweise, der dann theoretisch nach aktueller Idee hier wäre. Das ist der zweite Eingang. Und den dritten, den ich überlege, muss nicht sein. Aber auf jeden Fall sollte unser Krankenzimmer, dort, wo wir unsere Patienten behandeln, ebenfalls relativ schnell erreicht werden können. Das muss, wie gesagt, nicht im Eingang sein, aber irgendwo, man sagt, man ploppt rein, kann den ablegen, denn wie man sich vorstellen kann, wenn wir erstmal auf Gegner treffen, die sich auch ernsthaft wehren können, da geht es dann wirklich um Leben und um Tod, und dann hier irgendwie erstmal dahin und dann huha hi ha, um den da ganz hinten abzulegen, das bringt Leute um. Pro Umbringen. Wir haben ein paar Sachen, die wir wieder mal jagen wollen. Ansonsten, wir hatten hier definitiv einen Fuchs beim letzten Mal. Der ist einfach draufgegangen. Wir haben einige Boars, das ist nicht schlecht, denn die sind meistens in großen Massen unterwegs. Wehren sich so überhaupt nicht, also die können nicht aggressiv werden, außer in gewissen Events. Ihr habt alle Betten, ja. Und ich glaube, die geben sogar relativ gut an Essen. Ich kann bestimmt nachgucken, aber ich bin mal ganz kurz so frei. So, ich mach mal, ist es auf 3? Muss ganz ehrlich zugeben. Dadurch, dass ich in den meisten Fällen wirklich auf 3 privat spiele, alles drunter fühlt sich viel zu langsam an. Dementsprechend, ich kann verstehen, warum das so ist, aber wenn dann halt irgendwie so ein Kampf ausbricht, jemand uns angreift, ganz speziell, und dann das Spiel auf 1 einen zwingt, oh wow. Arschat Mensch. Das war richtig schnell. Das war so richtig, richtig schnell. So, ich mach mal ganz kurz Stopp, weil ich glaube, im Hintergrund wurde weitergearbeitet und ich will mein Auge darauf haben. Wir wollen da hinten definitiv noch nicht hin. Beziehungsweise wir können auch da noch nicht hin, weil wir unsere High-Tech Research Bench brauchen. Und die ist teuer und groß. Die nimmt sehr viel Platz ein. Das heißt, wir werden uns um andere Sachen kümmern. Frage ist, was? Was wollen wir haben? Prosthetics ist vermutlich nicht verkehrt, obwohl die für den Arsch sind. Tube Television ist ulkig. Nur sollte das noch nicht der Fokus sein. No. Auch wenn nicht verkehrt. Fire Foam. Kann immer sagen, die Batterien sollten so ein bisschen beschützt werden oder logischerweise alles, was nicht verbrennt werden sollte. Und ihr plant? Hydroponics. Brauchen wir eigentlich? Brauchen wir eigentlich? Mach mal bitte. Hydroponics gibt einem die Möglichkeit, aber mal ganz kurz zu erklären, Indoor-Sachen anzubauen. Und das ist natürlich nicht verkehrt. Problem ist halt nur, wie man sich vorstellen kann. Ah, ich hab das schon mal wieder verhauen. Drin ist nicht so mit Sonne. Das heißt also, man braucht da eine Sun Lamp. Und diese frisst halt nur mal 500. Das ist eine Menge. Wir können ja mal ganz kurz ein bisschen Vergleich ziehen. Das Ding zieht 20. 20 für einen Cooler. Das bringt 350, um Essen zu machen. Wir haben kaum was anderes, was ernsthaft hier noch frisst. Das heißt also, das Ding alleine ist super heftig. Und dann das nächste. Habe ich ja aktuell noch nicht. Das sind dann halt so, mal ganz simpel zu bezeichnen, so Blumenkästen. Und da kann man dann halt Sachen drin großzüchten. Dementsprechend, es gibt definitiv Guides oder Bilder, die man sich online angucken kann, wie man das perfekt aufbauen kann. Das heißt also, 96% von einer Sunlamp kann man tatsächlich mit diesen Hydroponics-Pötten füllen.
Was eine gute Nummer ist, aber jeder von den Hydroponics zieht auch, glaube ich, nochmal 70 an Strom. Das heißt also, man kann da halt nochmal. Würde man damit aufhören? Das ist definitiv eine Masse, die man dafür braucht. Das heißt, das Beste ist immer noch draußen das Ganze zu machen, solange man nicht den Strom dafür hat, logischerweise. Aber man muss ernsthaft überlegen, das irgendwann aufzubauen, dass man darauf zurückgreifen kann. Ich weiß, es gibt auch eine Mod, wo man so eine Art Greenhouse bauen kann. Das heißt also wirklich, dass man so gesehen die Decke aus Glas bauen kann. Das heißt, man kann so ein bisschen das vereinfachen, was nicht verkehrt klingt. Aber das ist immer so das Problem, zum gewissen Grad, bei Mods. Es gibt zum Teil, was Remote Gun speziell betrifft, richtig coole Sachen. Man will es aber halt nicht immer übertreiben. Ich erinnere mich damals, keine Ahnung wie viele Jahre jetzt schon wieder her, wo ich einfach mal Sachen installiert habe und irgendwann überhaupt nicht mehr durchblicken konnte. Man hatte so unterschiedliche Sachen, die man theoretisch machen könnte, aber dann gab es dann irgendwelche neuen Materialien, die man dafür bräuchte, die ich nie in den x Stunden, die ich dann in diesem Spielstand hatte, irgendwie angetroffen hatte. Und das will ich immer so ein bisschen vermeiden. Ich will wirklich nur Zeug haben, wo ich das Gefühl habe, das macht das Spiel angenehmer für mich. Klar, ein paar coole Sachen hier und da, nicht verkehrt. 52 dafür, dass die in so einer Kabuchte schlafen durften. Klar, die haben uns nichts geschenkt, aber 52 Birdie kommen wieder. Das ist also schon beeindruckend. So, was haben wir denn hier Feines? Heieiei. The High Stalag of the Dominion of Eternity will perform a customary visit with any count of his domain upon request. Invite him, satisfy his royal needs for 12 days, and all of you can ride the shuttle to the Imperial Flotilla. You may then join the Imperial Court or escape to a new life among the stars. Earning the title of Count means completing quests to earn honor with the Dominion of Eternity. It may take years to finally achieve the title of Count. During his visit, you must keep his mood above 25%. Gehe ich lieber mit meinem eigenen Nasen hin. This means providing royal prerequisites like a lavish bedroom. Wie wäre es mit einem 1x2-Bereich? Others will take the opportunity to try to kill the High Stalag and will attack with great intensity. Be prepared to defend. Ja, ja, einladen. The High Stalag will bring 4 of his personal guards. Also, die würden uns dann hier schon gleichstellen. Von der Anzahl, die wir haben. And place them under your command. Oh, you must house these guards, but the High Stalag will not complain if they are killed or unhappy. You must keep the visitors at Force Combined and not send them anywhere else. If you fail this quest or migrate, you will have another chance at it later. At it later, so. Ja, und das ist natürlich aktuell noch nicht möglich, weil wir keinen haben mit dem Titel und wir haben auch nicht den Bedroom. Interessant, es gibt nämlich auch andere Quests, wo auch speziell hervorgehoben wird, dass es andere Sachen nur mal gibt, die man noch bräuchte. Will ich gerade. Was war die andere Sache? Da wurde ganz speziell gesagt, wenn man mit denen verbündet ist. Das ist hier interessanterweise nicht die Frage gewesen. Da habe ich überlegt, heißt danach, ich gehe mal davon aus, das ist schon eine relativ hohe Position. Da dann zu sagen, ja, wir gehen irgendwo zu denen hin, zu diesen barbarischen Kindern, von denen wir bisher nicht allzu viel wissen, außer dass sie hier gefühlt für weiß ich wie viele Tage jetzt schon leben. Deswegen finde ich es immer interessant, dass sie einem so ein bisschen, zum gewissen Grad kann ich verstehen, dass gerade wenn Leute vielleicht neu sind, so ein bisschen die Optionen gezeigt werden. Aber sind alles so Quests, die wir aktuell so überhaupt nicht in Erwägung ziehen können. So, okay, Weißwood macht das alles schön schick. Hydroponics ist auch schon wieder fertig, meine Fresse. Das ist ziemlich schnell. Ja, wir haben das ganze Drogenzeug bisher noch nicht mal. Achso, man muss bei Mikian hier erstmal freischalten. In einem Spielstand habe ich das nämlich gesucht. Das ist ein Aufwand. Das weniger. Leider. Im Endeffekt ist es fast, wo es aktuell macht, weil Schattenmensch. Nur Zeug, was einfach da ist. Oh, Schattenmensch macht gerade mal nicht das, was da ist. Also was? Schattenmensch. Ich weiß, du bist darin richtig gut. Und weniger in Bäume fällen, aber mach mal bitte. So, wie sieht es eigentlich hier aus? Ach, du bist fertig, deswegen macht er nichts mehr. Wie mache ich das jetzt weiter? Wir haben hier den Anfang. Da könnte man jetzt schon einen Esstisch mal richtig reinschmeißen. Man sagt zum Beispiel hier den Esstisch. Dann macht man hier eine Verbindung hin zu dem nächsten Bereich. Kann man hier irgendwas schon Gescheites hinwerfen?
Deswegen die Überlegung, das hier weiterzumachen, ist schon richtig. Ja, das wird ulkig. Das wird sehr ulkig, weil wir im Endeffekt viele Sachen jetzt hier machen. Nur um dann feststellen zu dürfen, wir dürfen ja noch vieles drumherum basteln. Deswegen, wir lassen das als Raum. Kommen wir dann wirklich hier? Yay! Weißbrot musste furzen und auf einmal brennt die Hütte. Okay. Ja, das ist ein bisschen doof, weil Schattmensch ist gerade so ein bisschen derjenige, der uns hier extremst weiterhilft mit seinen 18 und 19 in Research bzw. Intellectual. Aber für jetzt brauche ich mal ganz kurz so ein bisschen Hilfe. Eine Hand mehr, die hier uns diesen Anfang verbessern könnte, beziehungsweise mach mal das. Also was so doof das jetzt vielleicht ist, dich doch da wieder rumzuschicken. Ich denke, wenn wir das haben, können wir nämlich hier nochmal so ein bisschen daran arbeiten. Und dann hätten wir nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten. Meine Frage ist, ob ich das jetzt hier drüben mache. Das Problem wird nur sein, dass wenn ich das mache, dann gibt es nur noch mehr für Weißbrot zu tun und den anderen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, aktuell magst du mir überlegen, ob ich die Potatoes irgendwie zu was anderem werden lasse. Hätte ich davon mehr? Ich gehe mal von aus, dass wir mal gucken. Wir haben 1200 und Reis. Also was, wir machen das zu was anderem. Man muss da drauf bleiben, kann ich einfach irgendwo hin. Ich würde natürlich anfangen, jetzt hier schon das zu machen, damit wir, wenn wir dann den Platz haben, zu Bier übergehen. Oh. Meine, so einen gewissen Vorrat da schon zu haben, ist ja gar nicht verkehrt. Dementsprechend, wir lassen die Fuhre jetzt hier nochmal durcharbeiten. Und dann bauen wir was Neues an. Vielleicht ist es gar nicht so doof. Oh, da sind noch ein paar Plätze. Bauen die das jetzt wirklich ab? Das war mir nicht bewusst. Ich dachte wirklich, die würden das jetzt noch abwarten und würden das nicht vorhandene. Oh, oh, shit. Ja, das ist der Grund, warum ich mich mit Hydroponics vorbereiten wollte. An unusual cold snap has set in. Cold snaps can quickly kill by hypothermia. Be sure to build a heated space to survive, where appropriate appeal, was wir nicht haben, and try to harvest crops before they freeze and effing die. Das Zeug kann, glaube ich, nicht sterben. Das schon. Das ist ein Problem. Wir haben Essen. Damit kommen wir über die Runden. Das heißt, wir werden die deaktivieren, werden euch anmachen, werden überlegen, dass wir einen zweiten hier reinstellen, damit ihr mir hier nicht umkippt. Ja, das wird ein Problem. Denn jetzt bauen wir das Ganze an und jetzt könntet ihr eigentlich gleich mit aufhören, denn das wird hier gleich immer und immer kälter. Das Gute ist, dass das Zeug gerade rechtzeitig fertig wird. Nicht alles davon. Aber so ein paar davon werden uns ein bisschen den Arsch retten, glaube ich. Conversion. So, Weißbrot tried to convert Shifty. Shifty was convinced. Nice. Ich glaube, damit sind alle wieder hier in unserem Kult. Nice. So, Kata, du bist gerade draußen in der Wildnis. Ja. Oh, danke. Ja, ganz wichtig. Wir müssen, denke ich, sogar Cutter eisenhart mal darauf fokussieren, wenn man sich das vorstellen kann, wenn es zu kalt oder zu warm wird, werden irgendwann die Tiere sich denken, hier bleibe ich nicht und hauen ab. Dementsprechend, Cutter hat auch mal ganz kurz hier den kleinen Switch. Einfach nur, damit wir sicherstellen können. Haben wir uns das eigentlich mal durchgelesen gehabt? Ja, hatten wir. This demonstrates Cutter trudging through sand while vomiting. Kann verstehen, dass Cutter sich deswegen da Inspiration holt. So, Weißbrot, kann ich mal fragen, what you doing? Und so Mining, ach so, Growing ist natürlich jetzt hier noch der Hauptaugenmerk für eine gewisse Zeit gewesen. Alles klar. Ja, wir sind jetzt gerade bei minus 2
Es ist schon arschkalt, it's chilly. Und nicht das gute Chili. Wir müssten überlegen, ob wir den nicht sowas wie das hier irgendwo da oben Parkers basteln. Die Frage ist, kosten halt nun mal 80. Und ich bin mir nicht sicher, wir hätten einen. Und der Rest, ja, gerade so nicht genug Wolfskin. Aber hier hätten wir noch mehr Light Leather. Okay, dann starten wir das mal ganz kurz hier. Machen wir bitte 5 von denen. Ich denke, wenn wir das irgendwann mal machen könnten, wer auch immer das tut. Tailoring, no, definitiv nicht Fink Weißbrot. Ach, boy. Und vor allem ist er noch derjenige, der es richtig gut kann mit 7. Ja, also mittlerweile, das sollte man nicht machen. Ich muss mal gucken, dass jemand Construct... Man versucht so ein paar Sachen definitiv zu kombinieren. Ich denke also sowas wie ein Hunter, der auch gleichzeitig uprises, died. Und jetzt stelle ich darauf ein, dass das hier immer und immer wieder kommt. Oder kommt es nur für die... Nee, das kommt nur für das jeweilige Feld einmal. Okay. Und man sieht dann auch relativ zügig hier die Bäume, die Vegetation allgemein verabschiedet sich hier weiter. So, was haben wir denn hier so Feines? Archic Person, Zihan Martin, Johan of the Sacred Hunter, needs extra help for watching Raiders. Wir kriegen Medicine, wir kriegen eine Psychic Shocklands oder the Power Claw. Wollen wir einen wegschicken? Wenn wir ehrlich sind, wenn wir einen wegschicken, haben wir die Chance, ein bisschen an Essen zu sparen. Meine Frage ist, wollen wir tatsächlich so wie Shifty dahin schicken? Für Glitterwood Medicine. Limited use psychic effector. It shocks the target's mind with chaotic images, blocking coherent perception and dropping him into a state of psychic shock. There's a risk of brain damage. Whoopsie. It has a long range but requires a line of sight. Oh, muss ich auch nicht. Den letzten Satz. Ja, das Ding will ich niemandem andrehen. Also wenn, machen wir es maximal für das hier. Aber 6 Tage ist eine Menge. Du bist die Art Person. Schiff die da hinschicken für 7 Glitter Medicine, die ich aktuell nicht mal lagern könnte. Good. Ich könnte theoretisch das Bett da so hinschmeißen und dann hätte sich das. Ne. Wäre da was Gescheites dabei, hätte ich es vielleicht überlegt, aber... Ich hoffe einfach mal, dass ihr euch zusammenreißt und nicht irgendwie jetzt hier schwer verletzt. Wenn doch... Terrain, nice. So, das heißt, wir könnten jetzt dort Sachen machen. Weißt du was, mach einfach weiter. Weil dir zuzugucken, wie du da versuchst, einen Baum umzufällen, ist... Alles ein Ticken zu langsam. So, Weißbrot, what you doing? Denn ich werde jetzt mal ganz kurz Grow auf 2 setzen, damit du endlich mal mit Mining weitermachst. Das ist ja eigentlich notwendig. Wenn wir ganz ehrlich sind, aktuell sogar nicht. Wenn wir ganz, ganz ehrlich sind. Wir gehen eher hin und... Ja, ist gerade so groß genug. Und machen das hier. Ist überhaupt gescheit, so vom Aufbau, jetzt wo ich das sehe? Weil wenn, würden wir logischerweise versuchen, das so ein bisschen auf der gleichen Ebene zu lassen. Also was, fokussiere dich mal bitte erstmal auf den Anfang hier. Mal wirklich überlegt, irgendwie... Ja, also, da ich das hier halt so viel Zeug fehlt... Hat nicht die Möglichkeit, sich so sehr von diesem Bergkonstrukt schützen zu lassen. Hier ist irgendwas Verstecktes, aber nichts Wertvolles vermutlich. Ja, du bist noch auf der Jagd, sehr schön. Man könnte auch überlegen. Not growing, schade. Hier gibt es definitiv so ein paar, die nämlich fertig sind. Wenn wir nämlich sagen würden, hey, nehmt die mal bitte mit. Dann hätten wir nämlich die Möglichkeit, nochmal so ein paar mehr von denen das mal zu klauen. Ja, self-tamed. Nice. Kill it. It's meat.
Ja, das alles hier mitnehmen. Sind nochmal weitere Möglichkeiten, uns über die Runde zu bringen. Ja, und das ist nochmal ganz wichtig. Code Snap. Da steht zum Beispiel bei, seit wann das Ding aktiv ist. Wie lange? Und das? Ich hatte schon die Ehre, einen Volcanic Winter für 2 Ingame-Monate zu haben. Das war sehr brutal. Nicht unmöglich, aber wenn dann der Code Snap hinterherkommt, was 2-mal passiert ist in der Zwischenzeit, dann muss man schon so ein bisschen Glück haben, dass man so ein bisschen einen Reis hatte, was ich zum Glück hatte. A marriage is on. Ew. Gentleman showed Cutter that he wants to spend his life with her. Cutter agreed, and the two are now engaged. At some point in the coming days or quantums, they will have the marriage ceremony and invite all the colonists. Consider placing a marriage spot if you want to control where the ceremony occurs. Cutter, Doctor, we change her last name to Mensch. Cutter, Mensch. Okay, great. Wir gehen ganz kurz beim Miss Ken, schmeißen hier irgendwo einen Marriage Spot hin. Alle irgendwie doofe Plätze, wenn wir ganz ehrlich sind. Oh, well. Ich denke, das sollte jetzt hier niemanden behindern. Ja, weiß nämlich einfach nur eine Markierung auf dem Boden ist. So wie ein X auf einer Stage oder ähnliches. Okay, wir haben jetzt hier den Anfang gemacht. Meine Frage ist, ob man jetzt zum Beispiel gleich hier von Anfang an bewusst so das zieht. Und ich denke, hier ist so ein bisschen das Problem, dass ich noch keine genaue Vorstellung habe, wie das tatsächlich aussieht. Drug Production. Weed. So. Wir werden das nicht weiter verfolgen. Das können wir definitiv noch nicht machen. Sterile Materials. Es könnte in der Zukunft wichtig sein. Lass uns aber erstmal vormachen. So, ich werde einfach mal. Wir haben nicht mehr genug Granit. The hell? Ja, wir haben das schon ein bisschen aufgebraucht. Warum habe ich dich gebaut? Entweder einfach nur wegen diesem einen Ding, damit Schattenmensch da meditieren kann. Ansonsten denke ich auch wiederum nicht. Das heißt, wir machen das Ding kurz weg. Police. Ja, keiner fühlt sich dafür angesprochen. Mach das mal bitte danach. Gut. Und wir setzen da jetzt einen Stonecutter hin in Holz, bitte. So, Weißbrot. Simple Meal, wenn du das gemacht hast, kümmere dich mal bitte darum. Ich will jemanden nämlich da hinsetzen, der das dann mal ganz gepflegt übernimmt. Das ging so relativ zügig. So, make any, make grenade erstmal du, effing forever. So, was wird dafür verlangt? Any worker, great. All? Rearm, refuel, unload, carry. Du bildet Campfire, interessant. Take beer, okay. Bring ingredient removing, the crafting. Make Stone Blocks. Und das ist natürlich nur auf dich gesetzt. No. 3, 2, 3. Du hast schon Construct. Ja, dadurch, dass du eh nichts constructest. Mach ruhig mal. Irgendwie nebenbei so ein paar von denen machen, damit wir wenigstens. Achso, du holst natürlich das Zeug, was du da abholst. Okay, weißt du was? Das ist alles Zukunftsmelodie. Ich will euch jetzt nicht singen hören. Das da, ja, okay. Macht den Bereich, weil wir da definitiv arbeiten. Hier hinten, da werden wir vermutlich noch so ein bisschen Zeit brauchen. Meine Gefahr ist einfach nur. Ja, okay, das wurde nicht abgebaut, aber wurde auch schnell gemacht. Ich will eigentlich schon mal so ein bisschen. So ein bisschen. Überlegen, wie wir das machen. Ich denke, wir werden das so setzen. Irgendwie sowas. Das ist noch nicht schick. Bin ich mir bewusst. Den kann man zum Beispiel lassen. Aber so den groben Aufbau, dass man sagt, zum Beispiel hier wird dann noch eine Wand hingesetzt, damit dann die Leute da durchlaufen. Was kommt da hin? Nee, wir brauchen schon unseren Platz für den ganzen Schrott hier. Geht also in Ordnung. Man könnte auch überlegen, das Ding nochmal aufzuteilen.
Und eine kleine Ecke hinzubauen, wo dann die Küche wäre. Und dann könnte man sagen, man hat so ein Lager hier und dann ein Lager hier. Die sind dann aufgeteilt. Ach, haben wir doch. Wir haben doch das Zeug, ey. Warum bist du das schon wieder am Machen? Ach so, weil ich nicht gesagt habe, du sollst weitermachen. My bad. Ja. Mach mal weiter. So, hat sich jetzt da unten jemand hin? Ja, Art Grade, das kannst du auch mal knicken. Ich setze das mal auf 1, oder? Der Schattenmensch, Nightbooster würde jetzt hier sonst kochen, aber das macht Cutter auch. Da habe ich das hier eh vermutlich. Oh, hier ist immer noch Zeug. Warum kommt hier mehr Zeug? In Cold Snaps nicht so. Cold Snap 20 Grad. Ich hätte Cold Snap, aber vielleicht lag das an Vulkanik. Oh, Cold Snap ist vorbei. Great. Das sind nicht alle von denen sind abgestorben. So, was haben wir denn? A nearby settlement, the Alboyo Bramble, has a special request. They would like to purchase 20 T-Shirts. If you want to make the trade, the caravan. Is that a caravan with the request? Wir müssen da noch hin. Estimated travel time is 2 Tage. Wir könnten 5-mal Skill Train Artistic bekommen. Great. Oder Flynn. Flynn ist gut in Animals, Artistic und ein bisschen Medicine. No. True Gestalt. No. Never ever. Goodwill ist vermutlich nicht verkehrt, aber. War davon nicht vergessen, ich muss dann erstmal 20 doofe T-Shirts herstellen. Ich glaube, das ist ein Quest, das wir vermutlich nicht mal schaffen. Da müssen wir wirklich jemanden hinsetzen, der 20 Shirts macht. Die müssen dann auch alle Mindestqualität von normal haben. Was ich auch nicht garantieren kann. Glaube ich. Muss ich mir hier Sorgen machen, dass das zu groß wird? Vermutlich, ja. Haben wir jetzt noch Materialien? No. Dann machen wir das mal wie folgt. Wer auch immer das macht, mach's bitte. Einfach nur, um einen in der Nähe zu haben. Aber so ein bisschen clever anzustellen. Und vielleicht mache ich das, weißt du was, einfach gleich nochmal hier erneut da drüben. Einfach nur, dass wir nicht über dieses Limit auf einmal rübergehen. What the hell? Wo hast du das Zeug her? Mach mal ganz kurz den Spaß. Wenn jetzt hier eh schon in der Ecke bist. Firephone. Nice. Dann. Build biorefueling refineries to make gem fuel from biological matter like wood or foodstuffs. Okay. No. Die haben immer traveling packages. Denn das wird Zeug sein, das wir normalerweise nicht essen werden. Aber später dazu mehr. Ja, der Mensch arbeitet da wirklich auf Hochtouren. Und, need warm clothes. Hat ja irgendjemand schon die Parkas jetzt gemacht gehabt? No. Lass mich raten, weil ich niemanden hatte, der ich jetzt hier das kann. Ja, wir brauchen Leute. Da muss ich leider so ein bisschen sagen, Nightbooster, man shift hier. Ja, sind gute Packesel. Aber halt, denen fehlt so ein bisschen an Skills. Wenn da wirklich mal jemanden hätte. Eigentlich schon fast jemanden so, der hier so alles in dieser Ecke so ein bisschen übernehmen kann. Nicht nur die Steine macht, sondern auch hier sowas zusammen. Klöppeln könnte, das wäre schon sehr schick, aber. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Das hat jetzt mit dem Code Snap nicht so lange gedauert. Oh. Haha. Das könnte man auch irgendwann mal kaputt machen. Okay, wenn man das hier. Also, was, die könnt ihr euch mal ganz gepflegt kurz sparen. Weil da haben wir noch nicht gebaut. Ja, meine große Situation ist nun, das muss man wirklich nochmal ganz kurz hervorheben. All das hier soll da hoch. Das heißt also, wir müssen eigentlich auch überlegen, das Ding, und das wird dann der Knackpunkt, man müsste eigentlich schon fast überlegen, hier ganz bewusst den zweiten schon zu bauen. Mehr oder weniger alles, was Strom betrifft, zweimal zu bauen. Also hier plus Batterie, das dann vorlegt. Weil das Wichtige ist, wir müssen als allererstes tatsächlich den Freezer bauen.
Weil dann vom Freezer A zu Freezer B das rübergebracht wird. Der Freezer muss bereit sein und der darf logischerweise nicht aus sein. Ich denke, das ist nicht das große Problem. Wir haben zwei von denen, die könnten wir da rüberschmeißen in der Zwischenzeit. Aber bisher bin ich halt noch nicht so ganz zufrieden. Was ist eigentlich dein Problem mal wieder? Rebuff bei Weißbrot. Kann ich mir jetzt nicht übel nehmen. Gut, jetzt haben wir hier nochmal ein paar Eggfinder hinzugefügt. Great, das sollte jetzt hoffentlich nicht zusammenbrechen. Wenn wir das machen. Megasloth. Wow, das Ding ist ein Monstrum. A giant solitary herbivore with two giant claws for warding off threats. Long extinct after being wiped out by the natives of Earth's American continent, the Megasloth was later brought back using advanced cloning and artificial gestators. Its thick hide is exceptionally strong and insulating, and makes a great leather for coat weather clothing. It is peaceful if left alone, but will shred anyone who disturbs it with its giant claws. Ja, das ist natürlich interessant. Das Problem ist halt nur. Es ist sogar relativ viel. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass so ein großes Vieh sehr viel frisst. Und dementsprechend, bye. Nicht relativ üblich, dass sie einfach das zulassen. Harvest. Harvest. Ja, mach einfach mal nebenbei. Hier, Cutter. Und dann einfach so mit dir. Ja, Weißbrot ist hier mächtig mit dabei. Undergrounder Outdoors, ja. Sorry, aber die minus 3 wirst du gelegentlich einfach abbekommen, gerade weil du auch nochmal ein Farmer bist, aber. Ja, das Problem ist definitiv, wir haben keinen direkten Farmer Nummer 2. Aber das, was wir hier haben, solange das irgendwann abgebaut wird, nice, geht das noch in Ordnung. Dazu, wir haben auch noch viel Zeug, gerade auch was Fleisch betrifft. Bock. Okay, Megasloth Meat 532 für einen von denen. Packaged Meat, gut. Collared Knights, no. So ulkig das ist, wir sind hier nicht Streamer. Wir brauchen nicht bunte Lichter. Plate Armor, Long Blades, Harp. Das Zeug. Ich glaube, es wird jetzt darauf hinauslaufen, dass wir weiter triviales Zeug erstmal machen. Wie sieht es eigentlich mit dem Zeug aus? 193 ist eine Menge. Also mal da die Bierproduktion starten. Das wird sogar relativ zügig passieren. Apropos zügig. 214. Das ist schon wieder eine Menge. Wir müssen vielleicht mal so ein bisschen die Augen offen halten. Und ja, weil wir müssen natürlich neues Zeug hier anschleppen. Visitors. Wie viele mal wieder? Einer. Zwei. Okay, also irgendwann wird es vielleicht darauf hinauslaufen, dass wir trotzdem hier. Oh, hier ist einiges an dem Zeug. Great. Hier möglichst vier davon. Ja, alle 137. Fang an. Wenn wir die alle darüber schleppen würden. Alle verarbeiten. Das ist ein verdammt großer Preis, Bereich. Ich denke mal, wir werden vielleicht hier oder hier so in dem Dreh. Denn da auch das zu. Oh shit. Haben wir wieder ein Mad Muffalo. Okay, ihr beide. Habt ihr ansatzweise die Waffen dafür? No, ihr seid natürlich gerade die beiden, die es nicht können. Okay, ihr drei. Ihr beide. Ja. Ja, ihr werdet jetzt. Ja, schön auf das Ding geschossen. Good job. Uh-oh. Run. Vielleicht schaffen sie es ja auch irgendwann mal, das Ding umzunähen. Wenn ihr trifft. Ja, sehr gut. So. No, not rescue. Hunt. Auch wenn das nicht mehr offiziell als Hunting durchgeht. No, Weißbrot. Warum willst du da hinrennen? Recreation indoors. Okay. Mach, was du nicht lassen kannst. Sehr schön. So, mehr Meat. More Leather. Ich sollte überlegen, auch hier eigentlich. Ja, ich sollte vermutlich ernsthaft überlegen, noch mehr Fußabtreter hinzusetzen. Echt die da überlegen? Oh nein, ich kann die übereinander legen. Am besten möglichst viele von denen zu haben, damit sich das Blut nicht noch weiter auseinander zieht. Überall in den Ecken versteckt. So, ihr habt angefangen, das Zeug hier hinzuschleppen.
Gut. Hey, wir bauen langsam unser Zeug. Ja, jetzt sind Slate Chunks natürlich erstmal nicht so wichtig. Auch ganz wichtig, auch ganz wichtig, nicht ganz wichtig sind die Türen. Die Türen kommen, wenn es dann soweit ist. Aber jetzt hier eine Tür davor zu setzen, nur damit dann Weißbrot sie alle 5 Sekunden wieder aufmachen darf und sich dementsprechend verlangsamt, nicht so clever. So, also Idee ist, die kommen dann hier rein, haben dann hier den Bereich. Und zwar ist auch schön, dass man hier solche Planersachen bauen kann, aber wenn die zum Beispiel abgearbeitet werden, dann werden die automatisch entfernt. Zum gewissen Grad kann ich verstehen, ja, okay, vielleicht ist das dafür gedacht, aber in den meisten Fällen setze ich die halt, um irgendwas anderes durchzuplanen und dann verschwinden die wieder. So, wir können jetzt Bier machen. Devil Strand, yes. Auf jeden Fall, die Idee soll sein, hier Essensbereich, hier Produktionsbereich, hier das erste Lager. Dann darf ich natürlich dann auch realisieren, wenn das hier wirklich der Punkt wäre, was ja vermutlich nicht mehr sein wird, wo wir unsere Gegner einladen. Alles sehr nah, gerade wenn man überlegt, man macht vielleicht noch hier Sachen weiter. Aber je nachdem, wenn man hier das wirklich so ganz glatt lässt und vielleicht überlegt, je nachdem, was da hinkommt, keine Tür hinzusetzen, dann würde das denen auch keinen Unterschied machen, solange sie sich hier nirgendwo halt verstecken können. Nirgendwo Schutz suchen könnten, das ist das Wichtige. Ja, und dann müsste man eigentlich auch überlegen, ob man hier irgendwann schon den ersten von denen baut. Das Problem wird nur, wenn ich ihn dahin baue. Ich muss ihn dann irgendwie da hochleiten. Aber vielleicht ist es das so schon wert, dass man wirklich sagt, man verbindet den hier und legt schon mal den Anfang da hoch. Und wie gesagt, fragt mich nicht wie. Am Anfang würde ich jetzt erstmal sagen, wir nehmen den naheliegendsten Weg, um den dann hier so entlang zu tingeln. Und dann je nachdem, wo die Batterien gelagert werden, was auch nochmal lustig sein wird. Denn was du nicht gebrauchen kannst, ist, dass jemand durchdreht und dann meint, das Ding zu zerstören. Man will gleichzeitig das Ding natürlich irgendwo in der Nähe haben, wo man notfalls habe für Maintenance auch hinrennen kann. Okay, weißt du was? Ich lasse den einmal ganz kurz hier. Damit habe ich nämlich eine Orientierungshilfe. Dann macht man das so. Dann nutzt man den ganzen Bereich als Lager. Wirkt nach Overkill am Anfang, aber wenn man ein sehr grobes Lager hat, wie nun mal hier, das hier unser, wird man relativ schnell merken, dass halt all das Zeug hier, gerade auch was später dann sowas wie Leder betrifft, sehr viel Platz wegnimmt. Wir können aber auch schon mal sagen, dass sowas wie Medicine, das wird irgendwann rauswandern, weil das wollen wir logischerweise dann eher in unserem Krankenbereich aufheben, damit die logischerweise schnell dahin kommen können. Und ja, das wäre so der Anfang, wenn man sagt, hier ist so die Wand. Das hier ist der Restlagerbereich. Da muss ich auch mal ganz kurz gucken. Sagen wir mal, das ist alles. Das ist ein bisschen groß. Mit 14. Ich meine, man könnte natürlich immer überlegen, ganz bewusst so einen hier zu lassen, damit man einfach Schutz hat. Ich lasse mir mal ganz kurz gucken. Machen wir mal 11. Dann könnte man einfach hier ganz bewusst den da drin lassen. Welcher war das jetzt? 11. Den da macht man. Den da macht man nicht. Dann hätte man nochmal eine Sicherheitssäule. Aber wir hätten genug Platz. Wir würden halt nur einen Slot dafür aufgeben. Dann kann ich ja wieder so machen. Ah, hier sind schon wieder viel Zeug. Okay, also an Essen soll es uns aktuell nicht mangeln. Aber nachdem ich jetzt hier in diesen beiden Spielständen so viele Code Snaps in letzter Zeit abbekommen habe, habe ich ehrlich gesagt keine Lust, auf einmal wieder fast ohne Essen dazustehen. Entsprechend, umso mehr wir haben können, umso besser. Wir müssen halt nur aufpassen, dass hier nie was mit diesem Lager passiert. Und da wollen wir dann auch gucken, wenn wir sagen, wir wollen definitiv, dass unsere Küche nicht super weit entfernt von unserem Aufenthaltsraum ist. Das heißt also, hier oder hier ist der richtige Ort. Meine Überlegung ist, wir haben hier schon relativ viel Platz freigelassen, den wir aktuell nicht wirklich nutzen.
Man könnte natürlich auch. Die Küche wird nicht der größte Bereich sein. Ich werde ihn aber größer machen, als ich es gewöhnlich mache. Denn häufig gehe ich hin. Mal kurz zu zeigen. Im Endeffekt, wie man es hier kennt. Wir haben die eine Schlachtbank. Und dann in der Zukunft habe ich ein oder zwei von denen, die dann halt das Ganze kochen können. Oder Plattform, wo man das kochen kann. Irgendwann hat man aber diese Situation, dass man sowas wie Bier, Smoke Leaf Joints, Psychic Tea herstellen möchte. Realisiere ich mal bei einer Sache bei dem Drogenzeug einstellen vergessen. Edit. Und zwar, man kann hier auch sagen, Keep an Inventory. Und der Guide, lass mal ganz kurz gucken. Yayo. Da gibt es Leute, die Yayo als 1 angeben. Zeigt hier in 2. Weißt du was? Ich belasse es dabei. Ich kann verstehen, warum die anderen mit dabei sind. Auch sowas wie Go Juice und Wake Up sind auf 1 jeweils mit dabei. No. Ich belasse es dabei. Aber weil ich eigentlich gar nicht möchte, dass sie das Zeug nutzen. Ich kann definitiv verstehen, sowas wie Go Juice. Das nutzen hier die NPCs, gerade so die Stoßtruppen ganz gerne. Die Idee ist, dass sie damit nämlich schneller und stärker werden. Aber das Zeug mache ich abhängig und das kann ich nicht. Okay, also. Ich denke, die beste Überlegung wäre tatsächlich hier, dass man sagt, man hat. Das ist die große Frage, wie viel Platz brauche ich denn tatsächlich? Ich mache mal ganz kurz das Zeug nochmal weg. Auch das da ist in Ordnung. Schönes Geräusch. So, ne. Schlachtbank. Das Zeug ist alles immer drei lang. Das heißt, was wir haben wollen. Das ist natürlich so ein bisschen ulkig. Wir bringen Zeug hier draußen um, kommen hier rein. Und wenn wir hier oben unser Lager haben, sollte es natürlich clever sein, dass die dann hier oben geschlachtet werden, um dann sofort da hochgebracht zu werden. Nicht da unten geschlachtet, um dann darüber gebracht zu werden. Könnte natürlich auch überlegen, ob man den Schlachter ganz bewusst irgendwo anders hinstellt, damit das mit der Küche weniger ein Problem ist. Wäre auch nochmal eine Überlegung wert. Mein Weißbrot hat jetzt erstmal hier zu tun. Ich sehe schon, Shifty hat nichts Besseres zu tun, als den Boden sauber zu machen. Ansonsten, dadurch, dass ich das ja auch nochmal vorhin gelesen hatte, wir gucken mal ganz kurz, was unsere Clear Area macht. Okay, das geht eigentlich in Ordnung. Denn wir wollen definitiv nicht irgendwo hinrennen. Nett. Um sauber zu machen, wo wir aktuell noch nichts davon haben. Und hier hinzugehen, das wieder wegzumachen. Jetzt, wo wir schon angefangen haben, so ein paar Sachen hier zu bauen. Ja, weißt du was. Bevor wirklich halt Shifty alle 5 Sekunden anrennt und hier diese paar Brücke da wegzumachen. Das können wir machen, wenn wir hier einziehen. Octopus, try to convert Shifty. Ha, Frechheit. Sind hier zu Gast und wollen uns ihre dummbacken Sachen da aufdrängen. Also ich denke, die Idee muss tatsächlich sein, hier kommt die Küche hin. Ich natürlich auch realisiere, das hier ist mehr oder weniger Schwachsinn. Weil das werden wir dann vermutlich einfach so durchgängig lassen. Doof ist halt nur, wenn Leute da halt regelmäßig durchrennen. Obwohl die Idee ja dann eh sein soll. Wenn hier oben dann das Lager unser großer Kühlschrank ist. Nice. Die Idee soll ja eh sein, dass wir dann hier unsere Fridges anbringen, damit die dann halt das Essen einfach nur von dort holen. Das heißt also die Idee. Nee, die Sache ist ja, jemand, der kocht, der zerlegt das Tier, nimmt das zerlegte Zeug dann oder legt es dort ab, holt es sich, um das Essen zu machen und legt es dann. Nee, wenn im Fridge keine Konfiguration ist, dann legen die das schon gleich darüber. Die Idee ist halt einfach, dass nicht zu viele Leute da hin und her latschen sollen. Und das wäre natürlich trotzdem eine Überlegung. Und so bin ich sehr angenehm. Warte nur auf, dass sich das gleich ändert. Dass bisher hier das Ganze relativ ruhig verlaufen ist. Hey Gray, thank you. Die Frage ist, ob wir irgendwas hierhin tun sollten. Ist da irgendwas, was clever wäre? Das fällt mir aktuell nicht viel ein. Das heißt also,
Ja, wir haben dann ein gewisses Problem. Wenn ich überlege, tatsächlich eine Küche zu bauen, die mehrere Sachen beinhaltet, vielleicht geht man tatsächlich hin. Die Überlegung, dass wir sagen, hey, das hier ist die Küche. Mal ungefähr so. Wir sagen, hier sind die Kochstellen, vielleicht zwei von mir aus gleich. Hier oben oder hier so in die Ecke kommt dann die Schlachtbank hin. Wo kommt das Zeug für Bier, Smoke Leaf und Psychic Tea hin? Denn Bier muss gelagert werden. Und ich hatte überlegt, ob man Bier vielleicht nicht tatsächlich dann hier hinten reinlagert. Dann ist die Idee, dann ist es da hinten. Das Wort wird hier gespeichert oder gelagert, bis es dann halt dann da benötigt wird oder eingesetzt wird. Und wenn das dann fertig ist, dann ist der Weg auch nicht zu lange, um das dann dahin zu bringen. Ich denke, das sollte die Überlegung sein, dass man ganz bewusst keine Tür hier hinbaut, sondern die Küche so groß ist, dass dann hier das hingeht. Irgend sowas. A Gift. Ja, oh, nice. Ja, immer her damit. Ich hab auch das ist fertig. Alter, habe ich nichts mehr, was ich ernsthaft aktuell brauche. Bitte hier auch mal, kann ich mehrere Sachen gleichzeitig irgendwie in Entwicklung setzen? Das heißt also, eins nach dem anderen, schön langsam. Ich guck nebenbei mal ganz kurz, ist hier irgendwas Neues hinzugekommen? Alpakas! Okay, also. Wir bauen das da oben fertig. Ich hoffe, der eine hier ist nicht ausgewählt. Gut, die Idee wird sein. Am besten wäre natürlich schon fast, wenn man frühzeitig da einfach was hinsetzen würde. Man den schon abbaut. Aber ganz bewusst. Ja, 14 lang. War natürlich nicht gut durchdacht gewesen, mein lieber Freund. Dass wir einfach ganz bewusst hingehen und einen so gleich von Anfang an da hinsetzen. Mach ich den einen größer? A roof has collapsed because it's. Oh, okay. Ja, dann mach den mal bitte nicht weg. Okay, das ist also. Jetzt hier schon zu groß gewesen. Dann lasse ich den mal ganz kurz hier. Der eine ist dort. Ich hoffe, ich mache hier gerade keinen Fehler. Also ich mache das ganz grob von der Rechnung her. Dominion of Eternity. Ein Butler. Wir haben den Butler. Wir haben den Tactician und den Kommissar. Hallo. Ich hoffe, es ist alles klar. Okay, Cutter hier munter mit dabei. Hat ein paar Versuche gedauert. Nice, aber dann sofort. Wenn erstmal getroffen. Mache ich das ein breiter, damit es besser aussieht? Nee, da muss ja eh die Wand hin. Meine Entwicklung, das ist Wurst. Oh, you've learned that the relic of Force Commitment is nearby. The old tweets is an ancient object venerated by all Force Companions. If you could collect it, you could build a great reliquary to make Force Companions happy, attract wealthy pilgrims, and bring more people to Force Commitment. First, you need to find the old tweets. Watch for opportunities to gather information about it. Das ist so eine Sache. Erinnere mich auch schon so in der Vergangenheit, hier und da immer wieder aufgeploppt. Hey, hier die Leute, die wissen vielleicht, wo man das findet. Und dann ist es dann meistens so ein Quest, das dann halt 5 Sterne ist und man selber läuft dann gefühlt immer noch so mit den Baby-Anfang-Waffen herum und. Guest has nothing to eat. Das ist auch interessant. Put some food on sale. Set up a trained dispenser as a vending machine. Or give the guest some silver or rations. You can also allow guests to take food for free. Factions with a better relationship will bring more silver. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe nie ganz verstanden, wie das funktioniert. So wie ich das sehe, man kann hier bei Guest sagen,
was für Shopping Areas es gibt. Und dann könnten die dann halt hingehen und die unterschiedlichsten Sachen kaufen. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel jetzt clever wären, Expand Area 1 und wir sagen einfach mal, kann ich jetzt dem Guest sagen, und der macht das? I don't know. Denn ich weiß nicht, wie viel ist es wert, wie wird es verkauft, also wer da vielleicht mehr weiß. Map Settings. Achso. Kann ich ja das ja grundlegend so einstellen. Allow new guests to fuse guests. Guests may take fruit for free. No. So, Kenneth geht jetzt hin. Gucken wir mal. Oh, wow. 116. Okay, also das ist ein relativ simples System. Auch wenn ich nicht verstanden habe, wie simpel mir 116 wert ist. Nee. Ja, ihr seid leider alle zu doof, um neue Klamotten herzustellen. Meditation Spot. Achso, weil da jetzt jemand anders drin hockt. Die können das einfach machen. Oh, Mad Alpaca. Aber wir haben auch jetzt hier, every year on the 15th of September, Force Companions celebrate the Discord Party. To begin the ritual, select a focus object and click the Begin Discord Party Command. The following are valid objects or the focus objects. Any gathering spot like a table, the big ego, the ritual spot. Following roles have a part in the Discord party as a big boss. Completing the Discord party will have this effect. Depending on ritual quality, participants will get minus 3 or plus 8 mood for 6 days. So, aber vorher müssen wir ganz kurz gucken. Der Parker ist mad. Dementsprechend, ihr drei, kommt mal raus. Macht den mal bitte einfach platt. Das solltet ihr doch hinbekommen, das Ding ist eh schon markiert, um umgebracht zu werden. So, Wettkampf. Bogen gegen Revolver. Ich denke, das ist ein Revolver. Ja, gegen Wu. Okay, ich hatte dann den ersten Schuss, weil sie die Reichweite hat. Treffer. Oh, wow. Oh, wow. Wow, nice. So, gucken wir mal ganz kurz. Gunshot has a left. In the left lung caused Alpaca to drop. Und zwar von Schattenmensch. Schattenmensch hat gewonnen. Mein Glückwunsch. Trotzdem musst du das jetzt übernehmen. Nice. Okay, also wir haben jetzt hier so ein bisschen das Ganze schon ausgebuddelt. Ich denke, das ist weiterhin richtig von der Idee. Was haben wir denn hier? Oh no, not the Whisper Quest. Okay, ganz kurz zum Ende dieses Teils. Ja. Das sind alle Caravan Adventures. Wie angemerkt, ich habe einen zweiten Spielstand nebenbei als Naked Survivor gestartet, was dann Carefully Prepared nicht funktioniert hat. Aber ich habe von den Caravan Adventures als allererstes die Sacrilege Hunters angetroffen, die mir als allererstes diese Batterie geschenkt haben oder Power Cell. Dann wurde ich zu denen eingeladen, wo dann die Mechanoids aufgetaucht sind und diesen Bereich zerstört haben. Und dann kommt als nächstes dieses Quest. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass das halt gerade für Rimworld, das davon lebt, dass halt zufällig in Anführungszeichen Stories generiert werden, unterschiedliche Events passieren, dass diese nicht zufällig sind. Creepy whispers echo around the village. They seem to be coming from the direction of the Anima Tree. Ach so, it's looped. Ja, wir haben hier einen Animatrip. Frag mich nicht, ob das schon vorher hier war. Aber, Chatmensch, talk. Listen, human. The ancient creature woke. We may all perish unless we empower a savior to gather the ancient spells in order to battle the creature when it is ready to strike. What? Me? Yes, you have the potential that is required to wield the power of the ancient scrolls. Start the journey, acquire the spells and save this planet from doom. Do you accept the ancient gift? Guess I don't have much of a choice. Sorry, I can't. But there may be someone better suited. Accept. The location of the first spell will reveal itself to you soon. Good luck on your journey, chosen one. Shardmensch has been granted the ancient gift. Shardmensch also started to remember two spells that he never knew before. You can find more in Shardmensch Health Bar. Ja, damit haben wir das abgeschlossen. Und dementsprechend, er hat jetzt
dem Psylink Level 1, den er schon vorher hatte, aber auch The Ancient Gift. Und das gibt Neural Heat Recovery Rate plus 1.5, Melee Dodge Chance plus 15, Melee Hit Chance plus 15, Medication Psy Focus Gain 300% plus, Neural Heat Limit 150%, Melee Attack Speed plus 200%, Psy Focus Regeneration 1.4% each hour. Von dem, was ich so miterleben durfte, weil wie gesagt, das in den jeweiligen Spielständen scheinbar immer das gleiche ist, Schattenmensch muss vermutlich jetzt nicht mehr meditieren. So wie das bei meinem Spielstand aussah, der Kollege hat mehr oder weniger immer voll. Und das Schöne ist, was hast du eigentlich bekommen? Du hast Mystical Guiding Light bekommen. Tja, mein Beileid. Solar Pinhole. Guiding. Burden. Und das andere ist Skip Rocks. Sterile Materials. Ja, es gibt da definitiv noch eine bessere Sache, die meiner wiederum bekommen hat. Ich weiß nicht, ob das zufällig ist oder ob ich einfach Glück hatte. Aber wir hoffen mal, dass wir die andere Sache auch noch bekommen, denn die ist definitiv hilfreich. Okay, wir kommen so langsam an den Punkt, wo ich nicht mal weiß, was ich noch machen soll. Also Tube Television. Okay, ihr rennt da zu dritt rüber. Ah, weil sie schon wieder anfangen, sauber zu machen. Geiss, das ist doch nicht notwendig. Okay, das hat er verstanden, dementsprechend weggelaufen. Okay, also, ich weiß, heute so ein bisschen Detailfokus überlegen, planen. Das ist fix. Da soll die Küche hin. Mir missfällt nur, dass Leute eventuell, die von hier nach dort wollen, dass sie da durchmarschieren. Vielleicht machen wir es so, dass der Eingang eher weiter unten ist. Und man hier noch so eine Tür hinbaut. Wenn man ganz bewusst sagt, hey, die können hier unten lang latschen und dann da oben da reingehen. Aber dann müssen wir eigentlich schon überlegen, weil das würde nämlich den Weg dann schon wieder länger machen. Vielleicht macht man hier so noch so eine Alternativtür rein, die wirklich nur dafür gedacht ist, das Zeug darüber zu bringen. Und jeder, der nicht da rein muss, nimmt diese Tür schlichtweg nicht. Ich denke, das ist eine Überlegung wert. Wenn man ganz bewusst den Eingang hier unten lässt, oder den Weg da unten lässt, weil das würde es nämlich nochmal kleiner machen. Ich habe das Gefühl, das hier ist Overkill. Aber trotzdem, die Idee ist irgendwie hier so in dem Dreh Küche. Vielleicht noch ein bisschen weiter oben. Ah, great. Great release to the wild. Weil das ist leider so ein Vieh, das ich nicht einfach umbringen kann. Weil das würde dann sich sprengen und dementsprechend dazu führen, dass alles drumherum ebenfalls in Flammen aufgeht. Oder logischerweise von der Explosion abbekommen wird. Was logischerweise dann in dem Fall Kata, glaube ich, wäre. Und das muss ja nicht sein. Okay, du hast es jetzt hier fertig gemacht. Haben wir immer noch keine Granitblöcke? Ich dachte, wir hatten die jetzt gesammelt, aber das liegt daran. Ja, du hast sogar einiges gesammelt. Wow. Okay, also ich würde mal sagen, so langsam kommen wir an den Punkt, wo das schon relativ ordentlich ist. So, das heißt also, das können wir jetzt in dem Fall tatsächlich sogar schon mal machen. No, Moment. Die Idee soll sein, dass unsere Wege drei breit sind. Das ist immer ein bisschen Overkill, I'm aware. Aber das wäre dann hier so nur drin. Okay, dann können wir den zum Beispiel schon entfernen, hier wieder hinsetzen. Okay. Muss ich mir hier Sorgen machen? Also was? Bei denen kann ich garantieren, ihn schnell hinzusetzen, weil im Rest, so lange weiß, putze ich in erster Linie, wo ich nur auf das hier konzentriert. What are you doing? Oh, it's broken. Okay, dann mach das mal aus, weil sich da eh scheinbar niemand drum kümmert. Jetzt mussten wir dafür wirklich einen Component nutzen oder wie viel auch immer. Also ich würde mal behaupten, wenn alles so ein bisschen... Was läuft hier gerade ab, wenn ich fragen darf? Ja, das mit den Schützen ist in Ordnung. Das wollen wir nicht machen. Kenneth. Warnings? Nice. Also, die Idee wird vermutlich, oder das Ziel für nächstes Mal sollte sein, dass wir anfangen, tatsächlich hier doch rüberzuziehen.
Das heißt also, wir werden hier unser Lager bauen. Hier Produktionsstätten. Hier unsere Küche. Ist jetzt. Ja doch, die sollte eigentlich damit groß genug sein. Ich muss nur überlegen. Es könnte sein, dass ich alles noch ein bisschen weiter nach oben verschiebe. Weil die Idee soll natürlich sein. Hier kommt die Tür hin. Und wie man sich vorstellen kann, die Tür sollte vermutlich vor dem Freezer sein. Das heißt also, die Idee muss ja eigentlich sein, und der ist wichtig, der sollte schon so ein bisschen an Größe haben, damit da in der Zukunft alles reinpasst. Denn wenn man sieht, der ist voll. Das heißt also, das Ganze zieht sich dann doch eigentlich bis hierhin. Das heißt also. Und sagt dann, ist denn hier die Tür zu dem Freezer? Dann haben wir hier, sagen wir mal, noch die eine extra Tür. Da sind die Türen. Ja, mal ganz kurz drauf aufpassen. Ne, das ist schon der richtige. Das habe ich schon richtig durchplant. Okay. Das ist der Gang. Der ist ein bisschen nutzlos. Aber mir ist wichtig, dass nicht zu viele Leute gerade durch diese Küche rennen. Ja. Ich denke, das wird die Idee sein. Aufenthaltsraum. Einfacher Gang, um darüber zu kommen. Küche. Bereich, um unsere Bierfässer hinzuschmeißen. Freezer. Und dann bauen wir hier runter vermutlich die ganzen Schlafplätze. Wie das aussehen wird, wird auch nochmal lustig, glaube ich. Gerade wenn ich sehe, dass hier und dort Compacted ist. Klar, es muss nicht sein, dass sie verbunden sind, aber das heißt, wir werden da definitiv auch nochmal Löcher reinbuddeln. Ja, und man darf ja natürlich auch nicht vergessen, wenn wir tatsächlich hier oben bis hingehen, dann müssen wir auch noch ein gutes Ganze hier verstärken. Was ein Problem ist, wenn ich das richtig sehe. Denn man darf nicht vergessen, wir müssen das Zeug auch noch kühlen. Das heißt also, unsere Idee muss dann tatsächlich sein, wir bauen da eine dicke Wand hin, aber irgendwo wird die dicke Wand ein Loch haben, damit das Warme einfach nur in die Luft geht, aber nicht eine Stelle einbietet, da einfacher durchbrechen zu können. Ja, irgend sowas. Okay, also nicht viel passiert, muss ich ganz ehrlich zugeben, mit dem heutigen Teil. Für Wort haben wir mittlerweile schon noch gar nichts. Man braucht es ein bisschen, aber so wie ich das halt miterleben durfte, in der Sekunde, in der man wirklich die Bierbrauerei startet, man wird niemals in das Problem kommen, dass man auf einmal kein Bier mehr hat. Man wird immer konstant neues Zeug anbauen und hat immer genug. Okay. Wir sind fünf Leute. Drei davon, würde ich mal sagen, sind super nützlich. Oder sagen wir mal, zwei davon sind nützlich, weil sie ihre Aufgaben übernehmen. Weißbrot ist theoretisch super nützlich, aber der müsste sich dann halt schon klonen, um all die Aufgaben zu übernehmen. Und dann haben wir halt die beiden Außennasen hier, die ein bisschen mehr machen können. Ich meine, immerhin Nightboost ist jetzt mittlerweile dabei und hat diese Blöcke angefangen, die uns definitiv dann in der Zukunft helfen werden. Für heute aber kommen wir mal wieder zum Ende. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dann.